Ein packendes Nordderby mit dem unschönen Ausgang für den HSV. Wie hast du die 90 Minuten erlebt? Wir haben alles in die Waagschale gelegt, in 90 Minuten. Wir haben gefightet, gebissen, wir haben uns Torchancen rausgespielt. Wir waren meiner Meinung nach die bessere Mannschaft wieder und stehen wieder mit leeren Händen da. Das ist natürlich ganz bitter. Ja, wir haben heute gut gespielt. Erste Halbzeit, wir haben sehr gut gespielt. Hätten wir 1-2-0 führen müssen, weil wir gute Chancen gehabt hatten. Aber ja, am Ende, wir machen so einen Konzentrationsfehler, die kostet das Spiel zu verlieren. Wir hatten eigentlich vorher auch zwei Möglichkeiten gehabt, 3-2 zu machen. Ja, so bitter, so ist Fußball, aber leider für uns sehr, sehr bitter heute. Ihr habt heute mit zwei 18-Jährigen gestartet, mit Son und Besic. Fehlte da am Ende auch ein bisschen die Erfahrung, um dann so ein 2-2 mit nach Hause zu nehmen? Ich denke, sie haben ein bisschen frische Luft da reingebracht. Ich meine, Song hat es gut gemacht, Mo hat es gut gemacht. Und von daher, wir haben es heute allgemein mit der ganzen Mannschaft gut gemacht. Aber wir haben natürlich zurzeit auch ein bisschen vom Pech verfolgt, dass wir solche Spiele einfach mal nicht gewinnen. Dass das wie ein Befreiungsschlag ist. Und das ist natürlich bitter. Wir haben das Spiel am Anfang gut im Griff gehabt. Halt durch so einen Fehler, den ich gemacht habe, den ich da einfach den Ball rausschießen muss, ist halt das 1-0 passiert, sind wir halt wieder zurückgekommen. Haben eigentlich ganz gut gespielt, aber dann halt wieder durch Kleinigkeiten das Spiel verloren. Ist vielleicht schwer jetzt schon zu sagen, aber was könnt ihr mitnehmen nächste Woche zu Hause gegen Stuttgart? Oder was müsst ihr aus diesem Spiel mitnehmen? Was müsst ihr nächste Woche wieder so gut machen wie heute? Alles, finde ich. Klar dürfen wir, wenn wir in Führung gehen, uns keinen mehr einschenken lassen, aber nicht jeder macht jede Woche das Tor des Jahres und ich denke, wenn wir so weitermachen, dann sind wir auf einem guten Weg. Haben wir den 1-1 gemacht, der 1-0 hätte, der 1-0 für Hannover hätte nicht gekommen, wenn dieser Fehler nicht passieren müsste. Aber ja, so ist Fußball. Wir müssen weiter arbeiten und ja, gegen Stuttgart wir müssen gewinnen. Jetzt wollen wir erstmal drüber schlafen und wir werden natürlich weiter arbeiten. So ist Fußball. Wir haben das oft schon erlebt. Oder jeder hat das schon erlebt und ja, wir mussten wieder aufstehen und genauso arbeiten wie letzte Woche. Und dann irgendwann werden wir auch belohnt.